Hallöle, ihr Lieben, und ein herzerfrischendes Moin Moin an alle Durchgeknallten. Herzlich willkommen zu diesem MMZ zum Thema Another Story. Ich habe eigentlich gedacht, dass meine Meinung zu dem Thema allgemein bekannt sein sollte, weil ich ja das Let's Play dazu gemacht habe. Allerdings bin ich dann darauf gestoßen worden, dass das Let's Play ja vielleicht dem einen oder anderen viel zu lang ist und er lieber gebündelt meine Meinung zu dem Spiel hören würde. Also hier die absolute Bündelung. Es ist Kacke. Fertig. Nein, natürlich nicht. Also, reden wir über Another Story mal ein bisschen genauer. Jetzt muss ich sagen, mein Let's Play ist natürlich schon eine Weile her und ich fasse das Spiel nie wieder an. Also, ich werde das nicht nochmal spielen. Das ist purer Schmerz. Aber reden wir doch mal über die Sachen in dem Spiel, die gut sind. Also, was die Präsentation angeht, muss man sagen, da haben die sich wirklich nicht lumpen lassen. Das sieht richtig gut aus für die Zeit. Und das macht es eigentlich umso schlimmer, dass das Spiel insgesamt so kacke ist, weil das Spiel hatte echt Potenzial. Das nervt mich furchtbar, dass das Spiel so doof war. Also, die Grafik sieht gut aus, die Figuren sehen so aus, wie sie aussehen sollen, haben einen sehr schönen Pixel-Look, also sowohl die Sprites als auch die Facesets. Wunderbar, die Umgebungen sind so eine Sache, die sehen zwar vom Prinzip her gut aus, sind aber dann sehr fantasielos eingesetzt. Also, was ich damit meine ist, die Straße in Tokio sieht gut aus, nur die Straßen in Tokio sind einfach nur ein Labyrinth aus Straßen und nix ist. Das ist mein großes Problem mit den Umgebungen. Moment, ich muss mich mal kurz räuspern. Das ist mein großes Problem mit den ganzen Umgebungen dort. Da ist in der Regel nix. Das Spiel hat keine Dungeons, in denen es sich auch mal lohnen würde, einen anderen Weg zu gehen. Weil es gibt diese anderen Wege, aber man findet einfach nix. Es gibt ein paar Dinge, die tatsächlich versteckt sind, habe ich mir sagen lassen, die ich nicht gefunden habe, aber das Spiel hat mich in den ersten 4 Spielstunden darauf trainiert, such erst gar nichts, es ist sowieso nichts da. Und wenn es dann plötzlich anfängt, irgendwo Schätze zu verstecken, dämlich. Aber aussehen tut das alles super schön. Der Sound auch für die, wenn man bedenkt, also Super Nintendo, 16-Bit-Generation, top. Kann ich nichts von sagen. Sie haben ja sogar Sprachausgaben, was echt selten ist bei Super Nintendo-Spielen. Die klingen ein bisschen quietschig, aber echt schön. Das ist alles toll. Die Story des Spiels ist auch ziemlich gut. Jetzt, es ist kein Final Fantasy, aber es bringt schon ziemlich rüber, was man bei Sailor Moon braucht. Auch ein guter Trick, dass man diesen Zeitreisen-Plot hat, um möglichst viele der alten Schurken. Das Spiel spielt ja nach Staffel 3. Also mit Hilfe des Zeitreisenplots, der bei Sailor Moon ja nur wirklich nichts Ungewöhnliches mehr ist, möglichst viele alte Figuren und alte Schauplätze zurückzubringen, super Entscheidung. Und auch das führt mich wieder dahin, es wurde nicht genutzt. Man ist ja irgendwann im Silver Millennium und bis auf den einen geskripteten Dialog, den man dann, glaube ich, mit Queen Serenity bekommt, ist da nix. Man kann ein paar Diener ansprechen und die haben völlig belanglose Dinge zu sagen. Das Einzige, was mir positiv aufgefallen ist, dass irgendwer davon spricht, dass Sailor Jupiter eine gute Eisläuferin ist. Katastrophe. Also allein schon, dass man die Schlafzimmer der Senshi aufsuchen kann und sie sind alle einfach generische Schlafzimmer und unterscheiden sich durch nix. Fürchterlich. Verschwendetes Potenzial. Das steht auf dem Grabstein von Another Story. Verschwendetes Potenzial. Die Hauptstory mit dieser Apsu. Ich meine, Apsu ist im Grunde eine Neuauflage von Wiseman, wenn man so will, weil es ist nochmal eine Bewohnerin von Silver Millennium, die einfach unzufrieden ist, weil Baum. Aber das macht nichts. Das ist nicht weiter tragisch. Also die Gegner sind wirklich gut und auch, dass die Gegner so irgendwie ihre eigenen Querelen haben mit, wie heißt denn noch, Sin und Ansha und sowas, das finde ich echt nett. Ich will jetzt auch nicht zu tief in auf die Story eingehen, wer die Story unbedingt in ihrer ganzen Pracht erleben will, der sollte das Let's Play gehen. Was ich aber noch richtig gut finde, ist im ersten Akt quasi, ist es offiziell der erste Akt? Ich glaube wohl. Gibt es diese Story, dass man die Senshi aufteilt und die verschiedenen Erdteile besuchen? Super Idee. Katastrophal umgesetzt. Und das führt mich zu dem Punkt, woran sich das Spiel das Genick bricht, das Gameplay.
Meine Fresse, was zur Hölle ist da schiefgegangen? Also, ich werde gleich mal sagen, wie man es hätte besser machen können, aber was soll das? Die Attacken der Senshi sind irgendwie alle identisch, beziehungsweise sie machen halt bis auf Sailor Moon und Pluto, die beide eine Attacke haben, die auch was anderes macht als draufhauen, sind alle Attacken einfach draufhauen. Gut, kann man sagen, sind sie in der Serie ja auch, aber das ist ja nicht das, was du in so einem Game willst. Du willst ja ein ausbalanciertes Kampfsystem, du willst ja Final Fantasy Konkurrenz machen. Sonst machst du so ein Game nicht. Und wäre das Gameplay nicht so eine Katastrophe gewesen, hätte Another Story zumindest für die Sailor Moon Fans eindeutig in der obersten Liga mitgespielt. Aber das Kampfsystem ist eine absolute Katastrophe. Das Leveling-System ist die größte Katastrophe überhaupt. Man denkt sich ständig, hey, wieso ist das auf einmal so schwer? Beziehungsweise man levelt wie ein Berserker, weil die Kämpfe viel zu schwer sind. Dann hat man irgendwann diesen einen Level-Up, ab dem die Kämpfe leicht sind. Und ab da sind die Kämpfe halt, ne, es gibt keine Lernkurve wie eigentlich. Also man steigert sich, man hat irgendwann den einen Level-Up, der den entscheidenden Status abbringt. Und ab da sind die Kämpfe easy und man moscht alles weg. Fürchterlich. Und man muss unfassbar viel leveln. Und selbst wenn man unfassbar viel levelt, kommen irgendwann plötzlich Bosse. Ich erinnere mich da an Rubeus. Der war nicht schwer. Der hat nur so unfassbar viel Leben gehabt, dass der Kampf sich ewig hingezogen hat. Was soll das? Ja, dass man fast nichts entdecken kann in dieser tollen Welt, das habe ich ja schon gesagt, fürchterlich. Und richtig fürchterlich die Entscheidung, dass man die Senshi trennt. Warum? Ist erstmal eine coole Idee, man trennt sie auf Erdteile. Es wäre auch eine coole Idee gewesen, man hätte dafür nur eins machen müssen, man hätte ihnen jeweils einen Outer Senshi mitgeben müssen, weil ein Final Fantasy-artiges Kampfsystem, und das Kampfsystem ist offensichtlich von Final Fantasy inspiriert, funktioniert nur sehr schlecht, wenn du nur einen Charakter hast. Das ist einfach langweilig. Man hätte ihnen jeweils eine Outer Senshi dazustellen sollen, dann wären es wenigstens zwei gewesen, hätte das Problem gelöst. Man hätte auch das Problem gelöst, dass die Senshi eigentlich mit niemandem reden können. Ja, es besteht dann die Gefahr, dass die Outers die Geschichte an sich reißen, wie immer, aber ja, entweder so oder man hat halt die langweiligen Kämpfe. Auch eine Katastrophe sind diese Link-Techniken. Also man muss ja sagen, die Senshi haben halt alle ihre Signature-Fähigkeiten, ne? Hier Fire Soul und ach was, eben ihre Attacken. So, brauche ich nicht weiter drauf eingehen. Und etwas, was an sich sehr cool gemacht ist, die Senshi haben Fähigkeiten, mit denen sie ihre Kräfte kombinieren können. Also beispielsweise Sailor Moon und Jupiter können ihre Kräfte kombinieren, um eine Art Heilzauber, also so einen Heilregen auf die ganze Gruppe zu zaubern. Das ist eine super Sache. Das führt letzten Endes leider nur zu einer Handvoll nützlicher Fähigkeiten, nämlich eben der genannten. Sonst ist mir da keine groß aufgefallen, die wirklich nützlich wäre. Diese Fähigkeiten haben zwei Schwächen. Zum einen müssen beide Senshi natürlich in der Gruppe sein, klar, aber sie müssen auch beide aktiv sein. Das heißt, sie dürfen weder tot sein noch eine Statusveränderung haben. Und Statusveränderungen kriegst du in dem Spiel leider ohne Ende um die Ohren geballert, was diese Link-Techniken leider ein bisschen zu risky macht, weswegen ich die dann nicht so gerne benutzt habe, weil ich nicht wusste, kann ich, ne, der Gegner ist eventuell noch mal dran, bevor meine Entscheidungen umgesetzt werden und dann verpuffen die tollen Link-Techniken und das war's. Kann man so machen, dann sollte man aber etwas weniger mit Statusveränderungen um sich schmeißen. Vor allem, weil man ja auch mehr als zwei Figuren linken kann und wenn du drei oder noch mehr Figuren in der Link-Technik verbindest, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine von denen irgendwie kampfunfähig gemacht hat, wird halt sehr hoch. Und das Schlimmste an den Link-Techniken ist, man muss sie selbst rausfinden. Und es gibt keinerlei Anhaltspunkte, außer, ja, überleg dir halt, welche Figuren könnten zusammenpassen, um diese Techniken rauszufinden. Gar keine. Fürchterlich. Wer hat sich das ausgedacht? Also es gibt ein paar, auf die kommt man recht leicht, weil natürlich kann man Haruka und Michiro zusammen eine Link-Technik ausführen lassen und Moon und Chibi Moon. Ach so, da Moon und Chibi Moon auch noch so ein wichtiger Punkt. Die können sich ja in Super Sailor Moon und Super Sailor Chibi Moon verwandeln, aber die Link-Techniken funktionieren nicht mit Super Sailor Moon, sondern nur mit normaler Sailor Moon und bei Chibi Moon ebenso.
Sie haben zwar dann als Super Moon und Super Chibi Moon eine einzige Link-Technik zusammen, aber das bringt's auch nicht. Also insbesondere dieser Heilregen, den ich eigentlich immer gerne benutze, weil der die ganze Gruppe heilt, den will ich eigentlich immer haben, deswegen benutze ich nie Super Sailor Moon, obwohl sie stärker wäre. Also ein Spiel, das Sailor Moon abbildet, sollte nicht so funktionieren, dass es eine schlechte Entscheidung ist, Sailor Moon in Super Sailor Moon zu verwandeln. So. Es gibt bestimmt noch tausend andere Sachen, über die ich ranten könnte. Aber ja, das Gameplay hat dem Spiel leider das Genick gebrochen. Und es wäre so einfach gewesen. Okay, ich sag doch noch mal was dazu. Es wäre so einfach gewesen, man hätte ihnen quasi so eine Art Magiesystem geben müssen, also nicht mit diesen Aktionspunkten, sondern eher mit Magiepunkten. Und ihre Fähigkeiten hätten sich unterscheiden sollen, und zwar merkbar. Und warum zur Hölle hat das Spiel kein Elementsystem? Ich weiß noch nicht mal, ob es kein Elementsystem hat, aber wenn es ein Elementsystem hat, dann ist das so unwichtig und schwach ausgeprägt, dass es mir gar nicht als existent aufgefallen ist. Und das ist genauso schlimm, als wenn es keins hätte. Also, die Attacken der Senshi haben ja naturgemäß irgendwelche Elemente. Warum hat man daraus nichts gemacht? Warum ist Jupiter nicht stark gegen wasserbasierte Monster? So als Beispiel, um es mal mit Pokémon zu sagen. Oder was gibt's denn da noch alles? Warum ist Mars nicht stark gegen Pflanzenmonster mit ihren Feuerattacken? Warum hat man das alles nicht genutzt? Warum sind das stumpfe Hau-drauf-Attacken? Also, ich habe das Gefühl, da haben viele verschiedene Teams dran gearbeitet, welche die halt die Grafik gemacht haben, also die Chipsets, die Facesets und die Sprites, und die haben richtig gute Arbeit geleistet. Die Storyschreiber haben auch richtig gute Arbeit geleistet und kannten sich auch offensichtlich mit Sailor Moon aus. Und wer auch immer das Gameplay gebastelt hat, der hatte einfach von vornherein gar keinen Bock. Oder kein Geld. Das könnte ich mir halt auch denken, dass es kein Geld gab, ja. Und eine Story-Entscheidung, die ich jetzt nicht so schön finde, die aber auch mit der Gameplay-Entscheidung zusammenhängt. Ich hätte einfach gerne, wenn man schon so kreuz und quer durch die Zeit reist, ich hätte einfach mehr Interaktion zwischen den Figuren gerne gehabt. Mehr über die erfahren. Man hätte sich auch was ausdenken können. Es ist ja eh nicht Kanon. Also, irgendwas. Gib mir Story, gib mir kleine Charakterfetzen, irgendwas. Aber es kommt einfach nichts außer dem, was wir eh schon kennen. Ich weiß nicht, ob sie mehr gedurft hätten. Das ist ja bei Sailor Moon so eine Sache, du darfst ja nicht einfach so irgendwas schreiben. Aber wenn sie mehr gedurft hätten, hätten sie es machen sollen. Und so wie sie es gemacht haben, ist es auf jeden Fall nicht schön, weil es ist einfach irgendwie ein leerer Planet. Ja, wie gesagt, auf dem Grabstein von Another Story wird stehen: verschwendetes Potenzial. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Falls ja, Daumen hoch, teilen, abonnieren, kommentieren und was ihr nicht sonst so alles macht. Und wenn es euch nicht gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach unten. Diese Woche gibt es noch normale Videos. Ab nächster Woche bin ich für 3 Wochen circa im Weihnachtspause. Und dann geht's ab dem. Ihr könnt euch darauf einstellen, spätestens ab dem 17. Januar wird es wieder ganz normal losgehen. Vielleicht auch schon ab dem 10. wird man sehen. Je nachdem, wie viel ich über die Feiertage, ich habe leider keinen Urlaub, zum Aufnehmen komme. Ihr werdet es ja sehen. So, ciao, ciao.